Hallo? Herr Schuschel? Wer ist denn da? Grüße Sie, Lena Novak, mein Name von der Wirtschaftskanzlei Fürstenberg. Ich melde mich wegen dem Schreiben, das Sie bezüglich der Bonuszahlung von bis zu 1000 Euro von der Krankenkasse zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Von der Kanzlei? Nee, da habe ich nichts bekommen. Okay, also ich habe mich schon gewundert, dass wir keine Rückmeldung von Ihnen bekommen haben. Die anderen haben sich direkt gemeldet. Aha. Es geht ja nämlich darum, Sie haben einen Rechtsanspruch auf Beitragszugestattungen und Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 1000 Euro jährlich von der gesetzlichen Krankenversicherung. Und deswegen meine Frage ist, haben Sie bisher bereits Auszahlungen von Ihrer Krankenkasse erhalten? Nur Rechnungen. Okay. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich gerade zu dieser Zeit, wo alles teurer geworden ist, auf eine Rückzahlung von bis zu 1000 Euro freuen würde, oder? Aha, natürlich, ja. Eben, eben, Hm, eben, und genau. so, und um ehrlich zu sein, hören wir das leider sehr oft, dass die Kunden nicht von der Bonuszahlung wissen. Deswegen sprechen wir heute mit Ihnen, damit Sie auch Ja. die Bonuszahlungen und weitere Vorteile von der Krankenkasse erhalten können. Ach so, So, da das ist gut, ne? Ja, also, also darf ich denn davon ausgehen, dass Sie noch etwas Platz auf dem Konto haben und nicht sauer sind, wenn die Krankenkasse Ihnen 1000 Euro auszahlt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was war die Frage? Also darf ich denn davon ausgehen, dass Sie noch etwas Platz auf dem Konto haben und nicht sauer sind, wenn die Krankenkasse Ihnen 1000 Euro auszahlt? Genau. Ja, also und sind Sie doch nach wie vor noch gesetzlich versichert, richtig? Ja, natürlich, klar. Es geht ja gar nicht Hm? anders. Es ist ja Okay. Versicherungszwang in Deutschland, ne? So, Ich ich fand das rufe das jetzt mal nicht kurz, lustig, was. aber Wie bitte? ich sage, ich fand das jetzt nicht zum Lachen, aber ist in Ordnung. Wie meinen Sie denn das? Genauso wie ich das gesagt habe. Ja, also ich frage Sie, sind Sie also gesetzlich versichert oder privat? Ja. Ja, und was sind Sie? Ich bin ein Mann. Sind Sie gesetzlich versichert oder privat? Ja, sage ich Ihnen doch schon die ganze Zeit. Was ja? Ja, ich bin versichert. Gesetzlich oder privat? Ja, gesetzlich. Gesetzlich, okay. Ja. So, bei welcher Krankenkasse sind Sie denn aktuell versichert? IKK. IKK, okay. Ja. Dann schauen wir doch mal nach. Ich vergleiche jetzt die IKK mit allen Krankenkassen und schau mal, welchen größten Vorteil für Sie bringt. Ist das okay? Ja. So, wer ist denn alles bei Ihnen mitversichert? Bitte? Wer ist alles bei Ihnen mitversichert? Ich. Nur Sie, okay? Ja. Und tragen Sie Brille oder Kontaktlinsen? Beides, manchmal auch zur gleichen Beides. Zeit. Und besteht für Sie eine Zahnzusatzversicherung? Ich habe das mal probiert, aber das war mir zu teuer. Ich habe das schon wieder gekündigt. Okay, vermerke ich. Und leiden Sie unter eine chronische Krankheit, bei der Sie regelmäßig Medikamente einnehmen müssen? Ja, Okay, welche? ich habe Bulimie. Okay. Und leiden Sie unter Rücken-, Nacken- oder Gelenkschmerzen? Also ich bin jetzt seit 7 Jahren infiziert mit Cordyceps sinensis, ne? Ich bin hier quasi mit dem Sofa verwachsen, sozusagen. Okay, also ich wünsche Ihnen gute Besserung auf jeden Fall. Dankeschön. Das wird bestimmt Bitte. bald, ne? Wenn der den Hirnstamm erreicht hat, ist eh vorbei. Wie meinen Sie denn das? Naja, irgendwann müssen wir ja alle mal sterben, ne? Sagen Sie das nicht bitte so. Nein. Ja, es ist doch Also aber ich wahr. wünsche Ihnen, gute Besserung auf jeden Fall. Ja, danke, ne? Also ich hoffe ja, Bitte. dass ich dann so lange durchhalte, dass ich ein Klicker werde, ne? Weil sonst ist das ja langweilig. Ich wollte ja schon immer mal irgendwo der Endgegner sein, aber im Leben hat das nie so geklappt, ne? Ja, Ja. kann ich verstehen, auf jeden Fall. So, Herr, also Marianne, sind Sie ein Rentner? Ja, klar. Okay, vermerke ich.
So, ich werde jetzt nun eingehen prüfen, ob wir den Bonus auch für Sie abprüfen können. Ob wir Also gibt was? es Punkte? Sie sprechen so schnell, ich kann Sie gar nicht Ach, verstehen. tut mir leid. Also, ich werde nun eingehen prüfen, ob wir den Bonus auch für Sie abprüfen können. Sie werden prüfen, ob Sie So. den Bonus prüfen können. Das ist sehr lieb von Ihnen. So, falle Ihnen spezielle Punkte ein, die Ihnen bei der Krankenkasse besonders wichtig sind. Ja, dass Sie die Medikamente Okay. bezahlen und den Okay, Doktor. Medikamenten und Doktor. Okay. So, Sie haben mir ja Anfang gesagt, dass Ihnen die jährliche Erstattung von Boni und Beiträgen bis zu 1000 Euro auf Ihr Konto wichtig ist, richtig? Die israelische Erstattung? Ich habe das nicht Jährliche verstanden. Erstattung. Ach so, ja, das ist nur, wenn man das haben kann, ne, dann würde ich das schon nehmen. Wer Ja, sagt schon klar. Nein zu Na. Geld, ne? Da wäre man ja doof in der Murmel. Oder Ja. Murmel in der Doof, je nachdem. Ja, auf jeden Fall. So, Ja, Sie haben ja. mir gesagt, dass Ihnen wichtig ist, also eine freie Arzt- und Krankenhausauswahl im Ernstfall, stimmt's? Naja, im Ernstfall, sag ich mal, wählt ja die Besatzung vom Krankenwagen aus, in welches Krankenhaus die mich bringen. Die fragen mich dann ja nicht, ne? Okay. So, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten also einen komplizierten Beinbruch oder irgendein Problem am Herzen. Würden Sie sich dann lieber von einem Arzt behandeln lassen, der in der Nähe ist, oder lieber von einem Arzt, der absoluter Experte in dem Bereich ist? Naja, mir wäre das schon wichtiger, dass der Ahnung davon hat, ne? Was bringt mir das, wenn ich Ja. hier den Dorfarzt habe, der nur Schnupfen und Kopfschmerzen behandelt, wenn mir das Bein Ja, haben Sie abgenommen recht. werden muss, ne? Der nimmt da ja vielleicht Ja. das Küchenmesser, wo man da ja eher eine Stufe 3 Katana für braucht, ne? Ja, haben Sie recht, auf jeden Ja, Fall. ja. So, also die freie Arzt- und Krankenhausauswahl bietet insbesondere bei komplizierten medizinischen Problemen viele Vorteile. Sie ermöglicht es Ihnen, einen Arzt und ein Krankenhaus auszuwählen, die über die notwendige Erfahrung verfügen, um die bestmögliche Behandlung zu sichern. Ist Ihnen das wichtig? Ja, ich möchte nur nicht nach Mittelfranken gebracht werden, ne? Weil ich habe gehört, da sind wilde Oger unterwegs. Das ist mir zu gefährlich. Aber ansonsten bin ich da, sage ich mal, relativ frei in der Auswahl. Ich möchte nur gerne vermerkt haben, dass ich nicht nach Malediven gebracht werden möchte. Da habe ich Hausverbot. Okay, vermerke ich dann auf jeden Ja, Fall. das ist sehr Und ha. freundlich, weil sonst weiß ich ja nicht, ob ich dann in Abschiebehaft genommen werde, oder? Oder falls der Okay. Präsident da meinen Kanal kennt, vielleicht ja doch eher Ehrenbürgerschaft. Weil ich bringe ja den ganzen Leuten bei, dass es Malediven und nicht Maledivien heißt. Vielleicht ist das ja so eine Beauftragung im Tourismussektor noch möglich, ne? Hinterher dann, wenn ich wieder gesund bin, natürlich. Auf jeden Fall. So, haben Sie schon einmal lange im Wartezimmer beim Arzt gesessen oder müssen Sie schon mal nachts oder am Wochenende zum Notarzt fahren? Ja, ich schlafe dann immer, ne? Weil es dauert ja immer so lange. So lange dauert es. Ja, dann mache ich halt die Augen Okay. zu und die Kopfhörer, ne? Und dann höre ich mir halt hier Schanzenwatsch, Broadcast und sowas an. Und irgendwann ist das dann, weil manchmal gehen die Stream vom Rainer ja 3 Stunden und dann kann ich das in der Zeit alles anhören. Dann geht es mir auch gleich besser. Okay. Ja. Und wie wäre es, wenn es dafür eine also praktische Lösung gibt? Noch praktischer als mit Kopfhörer? Wie geht das denn? So, da gibt es eine sehr beliebte Lösung. Also, Teleklinik bietet Ihnen die Möglichkeit, ärztliche Beratung und Ja. Unterstützung von zu Hause auch zu erhalten. Und zwar 24 pro 7, rum um die Uhr. Egal, ob es am Nacht oder am Sonn oder am Feiertagen ist. Ja, Sie ja. müssen nicht mehr also im Wartezimmer sitzen und auf Ihr Termin warten. Also, mit der Teleklinik erhalten Sie die ärztliche Beratung und Behandlung, Was für eine ohne Ihr Haus Beratung? verlassen. Wie bitte? Was für eine Behandlung bekomme ich? Telekinese? Nein, 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 das ist ärztliche Beratung, Behandlung. Ist das wie von Abra und Simsala hier? Psychokinese, 300 Schaden. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, so, das geht so. Also, Sie bekommen eine App am Telefon. Also, die werden sich herunterladen. Und Ja. Sie können da ihn, also dem Arzt, anrufen, wann Sie möchten und wie Sie möchten. Also, per Das geht ja aber nicht. Videotelefonie. Der muss ja auch mal schlafen, da kann man doch nicht in der Nacht anrufen. Also es gibt Ärzte, die arbeiten, also manche am Sonntagen, also manche am Nachts und so weiter. Aha. Also sie können dem anrufen, wie sie möchten und wann sie möchten. Sie sprechen mit ihnen über die Symptome und sie bekommen ein Rezept geschrieben. Und dann, also müssen sie nicht also zum Arzt fahren, wo sie also nur, also nach Hause geschickt werdet. Nur nach den 50 Minuten, also wenn der Arzt bei Ihnen ankommt. Ist das so, oder? Ja. Ja. Deswegen wäre es Ihnen dann lieber, dass Sie auf der Couch sitzen und mit Ihrem Arzt über also Ihre Symptome spricht, damit Sie nicht Ja. also nur also zum Arzt fahren wegen diese 50 Minuten, dass er Sie nach Hause wieder schickt. Ja, das ist ja durchaus sinnvoll, weil mit akuter Cordyceps sinensis Infektion, wenn man schon mit dem Sofa verwachsen ist, so wie das bei mir ist, ne? Da macht das ja keine, gibt's ja gar keine Möglichkeit, ohne das Sofa irgendwo hinzugehen, ne? Und da wäre das halt schon von Vorteil, wenn die dann zu mir kommen, weil die Infektion, die beschränkt sich ja auf die untere Körperhälfte, ne? Okay, und möchten Sie einen solchen Vorteil in Zukunft nutzen? Ja, wenn es da die Möglichkeit gibt, natürlich. Okay, dann Wäre ja vermerke doof, ich es wenn auf nicht. jeden Fall. So. Und wie wichtig ist es, Ihnen langfristig gesund zu bleiben und sich regelmäßige Auszeiten von Alltagen und Job gönnen zu können? Ne, ich arbeite ja nicht mehr. Da müssen Sie mal den Text, den Sie vorlesen, abändern, wenn jemand Rentner ist. Ich arbeite doch gar nicht. Wie meinen Sie das? Wie meinen Sie, dass ich lese? Ne, das hört man ja, dass Sie das vom Blatt vorlesen. Oh nein! Sie haben mir gesagt, dass ich langsamer sprechen soll, deswegen klinge ich auch so. Ach so, aber wenn ich Sie frage, ob Sie was nochmal sagen können, dann wiederholen Sie das Wort für Wort in der genau gleichen Intonierung. Darum bin ich jetzt Was davon haben Sie mich ausgegangen, gefragt? dass Sie da diesen Zettel haben und es vorlesen müssen. Dann tut mir Oh das leid. nein, nein, okay, so, Herr Marianne, dann werde ich Ihnen ein Mail schicken gerade, so jetzt. Das ist Also, wunderbar. und da Das stehen alle Informationen wegen die Bonuszahlungen und weitere Auszahlungen. ja, aber Sie können das gerne durchlesen. das wäre schön, wenn Sie mir das erzählen, weil ich kann nicht mehr so gut lesen. Ich bin fast blind, ne? Ich habe neulich, das Okay. war ganz peinlich, da wollte ich ein Loch im Garten graben für die Küchenabfälle, aber das ist viel zu groß geworden. Habe ich das mit Wolken wieder aufgefüllt. Das war eine ganz schöne Arbeit. Okay. So, würden Sie mir dann zustimmen, dass ab und zu meine Auszeit von Alltagen, also 2 oder 3 Tagen, der Körper, der Seele und somit ihre Gesundheit gut tut? Natürlich. Ja, Manchmal nehme und ich würden Sie mir, es dann. ich habe ja so ein japanisches Badezimmer, da mache ich manchmal zu Hause so eine ambulante Badekur, ne? Mit so Und wenn Sie es verschiedenen dann. Mittelchen. Ja? Ja? Und Sushi. Ja, sagen Sie es. Bitte? Sagen Sie es, also was wollten Sie mir sagen? Na, ich wollte Ihnen ja mitteilen, dass ich ein japanisches Badezimmer habe. Und im Garten habe ich so ein Schön zu altes hören. Bassin, da waren früher mal die Karpfen drin. Das habe ich mir zum Pool umgebaut, ne? Aber jetzt ist ja gerade noch nicht so warm. Da habe ich jetzt auch erstmal die Wolken reingelegt, weil die machen ja Winterschlaf, ne? Genau, damit es denen halt auch gut geht, ne? Schön zu hören. Also, Genau, würden das Sie es tut auch gut. gut finden, dass die Krankenversicherung die Kosten dafür übernimmt? Die übernehmen die Kosten für die Wolken. Nein, nein, so. Tatsächlich können Sie solche sogenannten Gesundheitsreisen in Anspruch nehmen und die Aha. Krankenversicherung übernimmt alles. Weil, also, die Versicherung nämlich erkannt hat, dass gezielte Angebote wie Gesundheitssanierung, Bewegung, Entspannung und Beratung, also, verwöhnen und verbessern haben möchten. So spart die Krankenkasse langfristig Kosten für teure medizinische Behandlung und Therapien, weil sie lange gesund bleiben. Meerschweinchen. Also, möchten Sie sich in Zukunft also mal ein schönes Wochenende gönnen und die Krankenkasse übernimmt alles? Oh ja, immer natürlich. Aber wenn die das machen, da wäre ich ja doof, wenn ich nein sage, ne? Okay, vermerke ich dann auf Also jeden Fall. ich bin früher immer sehr gerne nach St. Peter-Ording und nach Baden-Baden gefahren.
Würde aber auch gerne mal wieder nach Frankreich, ne? Und wie wäre es dort, wenn Sie da fahren? Schön bestimmt, ne? Also im Sommer ist es halt sehr warm. Dann sind da auch immer schöne Frauen, gutes Essen, schöne Natur, Okay. mehr Schweinchen. Also ist alles, was man braucht als Cordyceps sinensis Betroffener, ne? Und frische Okay. Gewehr, ne? Okay. Also, Sie haben mir also am Anfang gesagt, dass Sie unter einer chronischen Krankheit leiden und Ja. regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, Genau, richtig? genau, genau. Und wie interessant ist es denn für Sie, wenn die Krankenkasse Sie in Bezug auf die Zuzahlung unterstützt und Ihnen bis zu 100 Euro pro Jahr erstattet? 100 € ist ja nicht viel, ne? Aber nehme ich. Okay, bemerke ich dann. Und ich Aha. habe Sie auch circa also gefragt, also dass Sie unter Rücken-, Nacken- und Gelenkschmerzen leiden, richtig? Das ist korrekt, ja. Und wie wichtig ist es Ihnen also, die Ursachen Ihrer Schmerzen zu behandeln und nicht nur die Symptome zu unterdrücken? Na, ich bin ja schon so alt, da kann man nur noch die Symptome behandeln, ne? Die Ursache Ja, liegt haben Sie 50 schon? Jahre zurück, weil ich bin ja Panzerfahrer gewesen, ne? Und haben Sie schon mal lange also den Luxus genossen und eine osteopathische Behandlung bekommen? Eine was? Eine sympathische Behandlung? Ja, die Masseurin, die war immer Osteopathische. ganz nett, ne? Aber das hat mir ja auch nicht geholfen. Also, Sie haben eine osteopathische Behandlung bekommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gib mir So, es ist Antibiotische. ja so. Ja? Also, das Medikament lässt sich die Schmerzen unterdrücken. Bei einer osteopathischen Behandlung löst die Osteopathie Blockaden, die Aha. Schmerzen verursachen und durch die Behandlung der Ursachen werden Sie darauf frei von Schmerzen. Das So, ist wenn gut. Sie also, Gib mir ja, dein also, Blut. wie bitte? Bitte? Ich habe nichts gesagt. Also würden Sie sich denn in Zukunft gerne den Luxus einer osteopathischen Behandlung gönnen, um endlich wieder schmerzhaft zu sein, also schmerzhaft frei zu sein? Schmerzhaft frei? Ich bin Ja. wahrhaft frei, ja, das können wir machen. Okay. Meine Güte, sind Sie ernst? Bitte? Sind Sie ernst, Herr Marianne? Nee, Marianne ist meine Frau, ich bin der Eduard. Wen wollten Sie denn Eduard? sprechen? Marianne ist ja ein Das tut mir leid. Frauenname. Hier steht Herr Marianne Suschel. Ja, Marianne ist ja meine Frau, ne? Okay, und wie ist Ihr Vorname? Eduard. Eduard, okay. Eduard, Wollen Sie denn okay. mit meiner Frau sprechen? Ist sie da? Ja, die ist da. Okay, kein Problem. Soll Dann. ich die rufen? Ja, kein Problem. Ja, einen Moment bitte. Ja, hallo, wer ist da? Hallo? Okay, ist das Ihnen ernst? Wer bist du? Ja, kann ich mit Frau Marianne sprechen oder nicht? Das ist Marianne, wer bist du? Oh meine Güte, wieder diese Leute. Ah ja, den ganzen Tag, ihr dreckige Betrüger, ihr Dumme, ihr Blöde, du wirst zusammengeschlagen. Ach, Scheiße, ich hab aufgelegt zwischendurch.